links, nach unten gucken. Hüpf. Und hüpf. Bist du eine Geheimwand? Nein. Wieder mit S und hüpf. S und hüpf. Wenn ich jetzt runterfall, schreie ich. Sehr gut. Was ist hier oben? Zwei Gegenstände. Oh, und ein Grabstein. Hier liegt Corianus, der Meisterbauer. Lange hat er gearbeitet, um den Abyss zu einer Heimat für die kommenden Kabyros-Kolonisten zu bauen. Tragödie hat zugeschlagen, bevor seine Arbeit vollstehen könnte, als ein Stein auf seinen Kopf fiel. Okay, nicht so schön. Was haben wir hier? Ein goldener Kasten? Zu schwer. Das kann er ändern. Das ist Gold, verdammt. Du weg. Können wir noch was essen? Oh. Wo kommt der ganze Schaden her? Schlafen. Ganz. Das ist ein Container? Okay. Schlafen. Und ich habe vergessen, die Fackel auszumachen. So, jetzt haben wir bestimmt wieder Hunger, können also noch mehr hier Platz machen. Dich essen zum Beispiel. Yeah. Ich lasse mal die Schüssel hier. So, die wiegt nichts. Dann können wir sie auch wieder mitnehmen. Da hinten. Was wiegt denn so viel? Also ja, ein Metallschild wiegt bestimmt viel und... Okay, Helm. Wiegt auch fast nichts. Wie gut ist denn das Schild, was wir gerade haben? Schwer beschädigt. Und das hier? Ist nur beschädigt. Okay, dann bleibst du hier. Genau, ich soll das runterschmeißen, dass wir später wieder aufheben können, verkaufen. Also, mitnehmen. Mitnehmen. Runterschmeißen. Runterschmeißen. Anziehen. So, 6 Gewicht. Das reicht hoffentlich. Nö, ist zu schwer. Können wir da reingucken? Oh ja, können wir. Wir hätten gerne einen roten Ball. Resilience 4. Also eine hartnäckige Kugel. Leather Cap. Oh, es waren ja richtig viele Sachen. Okay. Eine Axt. Hops. Achso, nicht runtergeflogen. Was bist du überhaupt? A Worn Axe. Also eine beschädigte Axt. Du kommst mal da rein. Was bist du? Ein Zauberstab? Ein Zepter. Eine Lederweste. Und Lederleggings. Beide Worn. Das hier ist Badly Worn. Das tauschen wir mal aus. So, du bist worn und du bist serviceable. Lampenöl. Fackel kann weg. Ein goldener Koffer, der klingt echt interessant. Oh, wir können aufheben. Zeigen. Goldkoffer. Also allein, weil er aus Gold ist, will ich ihn mit dabei haben. So, du aufheben. Wegwerfen. Dich aufheben. Wegwerfen. Nicht rund. Bin ich runtergefallen? Nein. Okay. So, du. Da rein. Und ihr. Auch da rein. So, genug Springerei. Ich will hier runter. Nicht rückwärts springen. So. Okay. Und hops. Und runter. Okay. Also falls wir jemals zu einem Händler kommen, der ganz viel Gold hat, sollten wir zu diesem Raum hier zurückkehren. Und allgemein sollten wir vielleicht immer anfangen, unsere Sachen auszusortieren. Weil den Sack hier brauchen wir nicht wirklich. Der wiegt aber auch nichts.
Ja, ist echt komisch, dass manche Sachen gar nichts wiegen. Aber na gut, wenn er nichts wiegt, kann er ruhig mit. Haben wir noch irgendwas hier oben zu erledigen? Gucken. Karte. Graue Goblins. Hier waren wir überall. Da waren wir überall. Da waren wir überall. Bei dem Orb könnten wir nochmal reingucken. Und danach könnten wir hier den Sprung machen. Ja, ist auch gar nicht so weit weg. Also hier hoch. Links rum wollte ich gerade sagen. Nee, nicht hier rein. Ha, 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 ha. So, hier raus. Links rum nach Osten. Ich bin nach Westen. Das ist Westen, okay. Das sieht irgendwie alles ziemlich komisch aus. Ja, hier war das Skelett. Hier will ich wieder raus. Durch die Tür und dann nach Westen. Ja, dankeschön. So, und eigentlich müssten wir jetzt hier runterspringen nach Süden. Also nach da. Fallschaden? Nicht merkbar. So, und jetzt nach Osten abbiegen, also links. So, dann kommen wir dahin, wo wir vor 4 oder 5 Folgen schon mal waren. Wo wir von dem Orb irritiert waren und wo wir nicht ordentlich springen konnten. Von dem Orb werden wir wahrscheinlich immer noch irritiert sein. Wenn nicht, mal gucken. Und sonst springen wir halt über diese 2, 3 Säulen da. Und hoffen, dass da irgendwo der Ank ist. So, genau. Hier ist der Orb. Benutzen. Orb. Benutzen. Orb. Schauen. Orb. Ja. Der Pfad führt nach Britannien. Ja. Oh, warte mal, wir können schon kombinieren. Nicht die Karte. Ich wollte eigentlich lieber das Ding da. Nee. Kann man nicht benutzen. Was ist das andere Ding? Kann man nicht benutzen. Kann man nicht benutzen. Schade. Na gut, was war das da? Das war die Silberwurzel. So. Hier war das Sprungrätsel. Nee. Hier. In der Dunkelheit. Oh. Schwert. Und tot. Sehr schön. Wir brauchen definitiv eine neue Fackel. Und mehr tote Fledermäuse. Ich will jetzt nicht hier rüberspringen und unterwegs von euch gebissen werden und runterfallen. So, grün ist er noch. Komm näher, du garstiges. Aha, rot. Na komm. Ich hätte so gern Pfeil und Bogen oder irgendeinen Angriffszauber. Da müssen wir rüber. Das wird doch schon ziemlich weit. So, also definitiv mit W laufen. Hops. Oh. Und hops. Und hops. Okay, das war knapp. So, da ist nichts. Goodie. Mehr moosbewachsene Wände und schon wieder das Wassergeräusch. Ah, du bist garantiert eine Geheimwand. Klick. Ah. Was haben wir hier? Da ist schon mal nichts. Da ist eine Plakette und da ist der Baum. Was? Silberbaum. Wir sind falsch abgebogen bei dem Sprungding. Ja. Können wir zurückspringen? Denke schon. Wir müssen nach Norden springen. Norden wäre da.
Okay, runtergucken. Und hopp. Und hopp. Nein, ich bin abgeprallt. Da geht's hoch. Also nach Osten. Ja. Ja, definitiv machbar. Aber die Tür sah sehr komisch aus. Also es könnte gut sein, dass wir einen Schlüssel brauchen, den wir gar nicht haben. Dün, 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 dün. Warum bist du zu? So. Ah, genau hier. So. Okay. Bisschen zurück und springen. Oh, knapp. Bisschen zurück. Laufen, springen. Und drüber gesprungen. Okay, ich sollte echt öfters mit S als vorwärts gehen springen, anstatt ein W. Weil wir springen meistens weiter, als ich denke. Und nicht ganz so praktisch. So, also S. S ist langsamer gehen. Okay, bei dem ersten Sprung vielleicht nicht unbedingt, aber bei dem danach folgenden, da ist es nicht ganz so weit. Also erstmal großer Sprung. So, jetzt kleiner Sprung. Jetzt noch ein kleiner Sprung. Wir sind von der Wand abgeprallt, aber okay. Tür ist abgeschlossen. Du passt nicht. Du passt nicht. Ah, das ist schon mal nicht so schön. Dich können wir nicht benutzen. Erstmal auf der Karte einzeichnen. Neue Tür. So, also, abgesehen von der Tür, haben wir alles auf dieser Ebene erforscht. Also ja, da sind noch ein paar Grisselflächen, aber das ist im grünen Goblin Camp, also wird es schon nicht so wichtig sein. Aber apropos grünes Goblin Camp, dahin sollten wir als nächstes gehen. Also wir springen jetzt wieder zurück. Gehen am Silberbaum vorbei, darüber, dahin zu den grünen Goblins. Falsch. Wir gehen darüber zum Silbertree, darüber und dann zu den grauen Goblins. Und sagen denen, dass wir die Spinne umgebracht haben. Und dann gucken wir, was wir dafür bekommen. Und danach gehen wir zu den grünen Goblins und erzählen denen das mit dem Gift. Dass ihr geliebter Herr und Meister sich umgebracht hat mit Gift und dass es nicht die grauen Goblins waren. Vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht, aber versuchen sollten wir es zumindest. Ja, klingt nach dem Plan. Also, schließen. Umdrehen und einen Minisprung nach Süden machen. Und noch einen Minisprung nach Süden machen. So, jetzt können wir wieder schnell laufen. Also, Silberbaum vorbei. Hier nördlich halten. Wer schließt die Türen immer wieder? Das ist echt ein wenig irritierend. Aber ja, wir sind nicht der Einzige, der durch den Stygian-Abyss läuft, aber als Spieler geht man irgendwie immer davon aus, dass man der Einzige ist. So, Fledermaus, egal. So, hoch, rechts ab. Das dürfte nicht also schwer sein. Hoch. Rechts rum. Und das Ding ist wieder zu. Sie sind wirklich sehr vorsorglich. Sprechen? Du. Hallo, App. Könntest du bitte das Tor öffnen? Jupp, dankeschön. Die Kerzen können erstmal aus. So, wo war Chefchen? Chefchen war im Nordosten, gleich wieder Südosten. Nordosten, gleich wieder Südosten. Hier. Öffnen. Mhm. So, hallo König. Ketchaval. Und er will nicht mit uns sprechen. Das finde ich jetzt ein bisschen doof. Er bittet uns quasi indirekt um... Oh, das ist der falsche gewesen. Rettischal. Ich habe dir die Erlaubnis gegeben, mit meinem Mann zu sprechen.
Und das ist genug meiner Zeit, die ich opfern möchte. Ernsthaft? Okay. Wenn ihr nächstes Mal von einer Riesenspinne bedroht werdet, dann lassen wir sie einfach euch fressen. Dann plündern wir alles, was ihr habt. Das klingt für uns irgendwie wesentlich ansprechender gerade. Also gut, das war schon mal ein Flop. Raus hier. Den speichere ich jetzt kurz ab und danach gehen wir zu den grünen Goblins und hoffen, dass es da ein bisschen besser läuft. Also bis gleich.